Servus Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Metzgermeister Rögele. Heute sind wir wieder in der Küche und was haben wir Schönes gemacht? Und zwar haben wir hier einen richtig schönen Schlemmerbraten Italia gemacht mit schönen Bandnudeln, Tomatensauce. Und ich zeige euch jetzt, was alles mit reingehört, wie der gemacht wird und was noch so besonders macht. Also aufpassen, zuschauen und um nichts mehr zu verpassen, Leute, schnell nochmal den Abo-Button drücken und auch schon mal gerne Like reinschreiben. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, was ist denn euer Lieblingsbraten gefüllt? Und seid ihr mehr so auf der durchwachsenen Schiene oder auf der mageren Schiene? Denn wir haben ja heute zum Beispiel unseren Schweinelachs verwendet. Viel Spaß mit dem Video, dranbleiben. Wir machen jetzt unseren Schlemmerbraten Italia und wie ihr schon so schön sehen könnt, haben wir das jetzt auch als Mittagessen, deswegen habe ich hier noch ein paar mehr. Aber wir machen jetzt auch mal einen für uns hier weg. Das heißt, wir haben jetzt schönen Schweinerücken genommen, wiegt jetzt momentan, so wie er ist, 2 Kilo. Und jetzt halt schneiden wir den erstmal noch mal ein bisschen zu. Für die Schutzfunktion lassen wir die Kette zum einen erstmal dran. Genauso wie die Silberhaut, denn die schützt zum einen vor noch mehr Austrocknen, plus natürlich auch nochmal vor Mikroorganismen, weil hier noch einmal die ganze Oberfläche quasi zu bleibt. Anders würden wir direkt den Rücken öffnen und das, was wir am Ende natürlich dann auch direkt genießen würden. Was wir jetzt machen bei den 2 Kilo, da kommt natürlich nochmal gut was weg, aber da kommt nochmal was rein. Das ist zum Abendessen, da haben wir jetzt ungefähr für 6 Personen, im Normalfall rechnet man es mal so 300 Gramm oder 350 Gramm Rohgewicht an Braten. Also bei 300 Gramm, wisst ihr, haben wir 1,6 Kilo. Und da kommen wir am Ende relativ gut hin. Und zwar lösen wir hier die Kette jetzt erst einmal schön weg und sehen, hier kommen wir gleich auf die Silberhaut. Und dann können wir hier gleich schon mal ein wenig schön schräg ablösen und haben jetzt hier schon mal die dicke Kette schon entfernt. Können hier nochmal durchschauen. Da sind teilweise noch mal ein paar Knorpel mit dabei. Entfernen wir und haben das jetzt auch auf Seite. Und jetzt kommt eigentlich schon der ganze Clou, um den Schlemmerbraten Italia zu machen. Wir schneiden uns wie bei jedem gefüllten Braten einfach eine schöne Platte. Und das Ganze machen wir auf 3 Platten sozusagen. Ungefähr schauen, dass die alle etwas gleich groß sind. Wenn nett, ist es am Ende auch nicht so schlimm. Dann haben wir einmal getrocknete Tomaten. Und dann nehmen wir uns hier einzeln unsere schön eingelegte getrocknete Tomaten schön ein. Dass wir überall ein bisschen was haben. Können Sie vorher natürlich auch abseihen lassen, damit jetzt der eingelegte Saft nicht dabei ist. Aber das ist ja richtig schönes Öl, was jetzt im Braten selbst gar nicht so schlimm ist. Bringt nochmal richtig schön Saftigkeit und Geschmack mit. Jetzt dann kommen wir zur Mozzarella. Natürlich aufgrund dessen, dass wir gewerblich arbeiten, haben wir jetzt hier dann einen schönen größeren Block Mozzarella, damit wir damit auch mehrere Sachen auf einmal machen können. Den schneiden wir jetzt schön klein. Tut es natürlich euch überlassen. Dann legen wir jetzt hier, wie ihr schon so schön sehen könnt, voll auf unseren Braten schön Mozzarella rein. Der schmilzt am Ende richtig geil auf. Das seht ihr jetzt dann schon mal im Anschnitt. Und lassen ihn jetzt hier einmal einrollen. Und machen jetzt unsere Knoten. Dafür ziehe ich am liebsten immer den Handschuh aus, denn da geht es jetzt schon ein bisschen mehr ums Feingefühl, beziehungsweise da musst du einfach mal die Knoten machen. Und das kriegst du jetzt ohne, dass du jetzt mal einfach ein schönes Gefühl hast, nicht hin. Einmal einen ganz normalen Knoten drauf, wie bei einer Schleife. Dann nochmal, nur halten wir die Seite immer schön nach oben, wie ihr sehen könnt. Auch nicht fest zumachen, weil dann könnt ihr einseitig schön fest anziehen und habt die Sache schon erledigt. Dann nehmen wir ein schönes scharfes Gießermesser und schneiden weg und fertig. Das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite natürlich auch. Das Ganze machen wir jetzt hier noch einmal hier und dann nochmal die Zwischenräume. Wir haben den jetzt hier schön in Form gebracht. Und jetzt da könnte man natürlich auch wieder sagen, wir verwenden eine eigene Marinade, eigenentwickelte Marinade. Aber bis ihr erst einmal eine eigene Marinade richtig gut für euch entwickelt, ne, wird es katastrophal. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Marina Soft Italia OG, die ist jetzt hier von Hagge Süd. Mit der sind wir sehr, sehr zufrieden, was sowas angeht. Hat halt einen schönen italienischen Geschmack an Kräutern und so weiter und so fort. Und den pinseln wir jetzt schön ein. Dann lassen wir jetzt hier natürlich die Marinade einfach mal richtig schön einziehen. Ganz einfach aus dem Grund, damit wir am Ende natürlich ein richtig schönes Ergebnis haben. Das Fleisch, jetzt auch nochmal die Gewürze und die Marinade einfach nochmal schön aufnimmt.
und wir dann am Ende ein schönes Geschmackserlebnis haben. Das heißt, ihr seht uns gleich beim Ofen. So, also wir sind jetzt hier in der Küche und wie ihr schon unschwer erkennen könnt, der Ofen ist schon vorgeheizt hier auf 140 Grad. Ober-Unterhitze und Umluft. Die Umluft ist vor allem sehr, sehr wichtig in dem ganzen Thema. Und sehen hier haben wir jetzt unseren Schweinerücken. Den lassen wir jetzt 1,75 Stunden hier drin. Einmal rein. Zack. Die Schale natürlich unten drunter zum Auffangen, zum einen von der Marinade, natürlich auch vom Käse. So, Stunde 45 Minuten. Dann sollten wir die Kerntemperatur von eben 65 Grad erreicht haben. Wir lassen ihn dann auch noch mal ein bisschen durchziehen. Haben dann auch noch mal eine schöne Tomatensauce und Nudeln, die wir dazu machen. Aber das brauchen wir jetzt nicht filmen. Heute geht es hier eben um unseren Schlemmerbraten Italia. Wir sehen uns dann später, wenn der wieder fertig ist. Also wir sind jetzt hier fertig mit unserem Braten. Den können wir gleich schon mal aufschneiden. Unsere Nudeln brauchen immer lang, nur noch eine Minute ungefähr. Dann sind die auch fertig. Da haben wir uns jetzt für Bandnudeln entschieden. Was haben wir für eine Soße gemacht? Natürlich eine mehr oder weniger italienisch angehauchte Tomatensauce. Bedeutet, wir haben halt erstmal Zwiebeln, Knoblauch angedünstet, dann nochmal schöne passierte Tomaten mit rein. Natürlich ein bisschen Wasser noch dementsprechend und das Ganze abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer, Oregano, bisschen italienische Gewürze, ein bisschen Balsamico. Wir haben den jetzt noch mal so eine Viertelstunde einfach mal schön im Ofen noch weiterziehen lassen. Dann holen wir uns den nochmal her und schneiden den jetzt hier einfach mal richtig schön an. Sehen hier schön die Tomaten, da kommt auch immer der Mozzarella noch mal ein bisschen raus. Also ihr seht, noch richtig, richtig schön saftig. Und hier gesagt, wir holen uns jetzt einmal zwei Scheiben runter. Dann richten wir mal unseren Teller schön an. Einmal unsere Nudeln, die schöne Tomatensauce obendrauf. Achtung, wie gesagt, wir haben ja da noch unseren Bindfaden drin. Den natürlich noch vorher schön wegziehen. Aber auf Seite mit. Und dann können wir jetzt hier unseren schönen Braten zusammen mal richtig geil probieren. Schön natürlich noch ein wenig Soße mit dazu. Müssen noch mal mit der Fülle hier probieren. Salmoniert so geil. Mega, mega lecker. Also Leute, dann an der Stelle bedanke ich mich. Schön, dass ihr alle wieder mit zugeschaut habt und bis zum Ende durchgehalten habt. Wenn ihr es geschafft habt, gerne noch mal ein Like und ein Abo da lassen, falls ihr noch nicht abonniert habt, um nichts mehr zu verpassen. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ist denn euer Lieblingsbraten? Was feiert ihr da so am meisten? Wir sehen uns, Leute. Unser schöner Abschlussspruch. Lasst euch nicht von der Masse verleiten. Lasst uns bei der Qualität bleiben. Haut rein. Ciao, ciao.